Der gut 4 Meter lange Kia Rio reiht sich im Portfolio zwischen dem Picanto und dem zukünftigen Kia Stonic ein. Den Rio gibt's nur in der praktischen fünftürigen Ausführung. Ich bin die hubraumkleinste Motorisierung gefahren, die aus einem Dreizylinder mit 1 Liter Volumen eine Leistung von 100 PS erzeugt. Diese Motorisierung überzeugt durch ein quick-lebendiges Ansprechverhalten und Verbrauchswerte laut Hersteller, die zwischen den hubraumstärkeren Saugbenzinern und der leistungsgesteigerten 120 PS Version liegt. Ich selbst habe auf einer Testdistanz von über 1600 Kilometer Nachtankmengen eingefüllt, die einen Testverbrauch zwischen 5,6 und 6,5 Liter widerspiegeln. Den niedrigeren Wert habe ich auf Distanzen erzielt, wo ich mich bemüht habe, konstante Drehzahlen von unter 3000 Umdrehungen auf der Autobahn nicht zu überschreiten. Dies entspricht einer Tachoanzeige von genau 130 km/h. Die Reichweite des 45-Liter-Tanks sollte für etwa 700 Kilometer reichen. Die Höchstgeschwindigkeit des mit einem manuellen Fünfganggetriebe ausgestatteten 100 PS Rio liegt nach Hersteller bei 186 km/h. Auf meinen Testfahrten ließen die Verkehrsverhältnisse ein vernünftiges Mitschwimmen in einem Bereich zwischen 120 und 150 km/h zu, und da fühlte sich der kleine Rio ausgesprochen wohl. Der Kia Rio auf den Bildern entspricht der Ausstattung Spirit, die um die Komponenten Lederpaket, Metallic-Lackierung, Navigationssystem und das Technikpaket bestehen aus 17 Zoll Bereifung, LED-Rückleuchten und Nebelschlussleuchte sowie das Smart Key-System mit Startknopf angereichert ist. So ausgestattet entspricht der Kia Rio einem Wert von 21.230 Euro.